herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Ich habe mich mit der Kurzgeschichte von Peter Handke, Lucy im Wald mit dem Dienstag auseinandergesetzt und habe einen Poetry Slam Text versucht zu kreieren mit hoffentlich seinen Worten und seinen Stilmitteln, die er in dieser Geschichte verwendet. Und daraus wurde dann Lucy im Wald mit den anderen. Lucy mit IE hieß eigentlich anders, aber da mir Lucy mit IE nicht gefiel, heißt Lucy jetzt einfach Lucy mit Y. In der Geschichte, die gleich erzählt werden wird, ist Lucy zwar keine Lucy, aber dafür ein junges, kleines Mädchen, das vor kurzem erst seinen 10. Geburtstag gefeiert hat, obgleich es in der Realität gerade mal ins 8. Lebensjahr gestartet war. Die 7-jährige Nicht-Lucy war Tochter eines Mannes, der nicht aus dem Land wie dem unsrigen, welches wir als Vaterland zu nennen vermögen, obgleich es nicht unbedingt das Hab und Gut unserer Väter ist, kam. Er, der oft, aber freilich nicht immer, sehr lange Sätze spricht, die unverständlich und zugleich sinnvoll wie der vorherige erschienen mögen, wird von Leuten auf der Straße oft als Rumtreiber, Schandfleck, Schmarotzer oder am beliebtesten als Flüchtling beschimpft. War Lucy jetzt auch ein Flüchtling? Oder war sie nur die Tochter eines Flüchtlings? Und wohin waren sie eigentlich so lange geflüchtet? Auf alle Fälle weit weg vom Meer. Lucy mochte das Meer, aber sie musste fort. Rauf in die Berge, rein in die tiefen, weiten Wälder, die sie fortan als Zuhause bezeichnen sollte. Die Bäume waren kahl, farblos und in monotones Grau gehüllt, das sich vor der letzten zerfallenen Rinde auf der Erde in Staub verwandelte, welches sich später mit dem Nebel verschmelzen sollte und darin auflöste. Schon wieder so ein ewig langer Satz, würde sie, also Lucy, jetzt wohl sagen. Aber warum wirkten diese Bäume so kalt, so nackt, so düster auf das junge Mädchen, weil es sich an der linken, zittrigen Hand ihres Vaters klammerte? Es war die Fremdheit. Obwohl ich glaube, dass es dieses Wort nicht gebe, beziehungsweise geben sollte, was war das auch für ein Wort, Fremdheit, aber egal. Ihr also in ihr, im Hier und Jetzt, wisst, was Lucy spürte. Es roch nach Asche, nach verbranntem Gras. Die schwarzen Tannennadeln bohrten sich immer tiefer in die dünnen Schuhsohlen der Flüchtlingstochter. Geh weiter. Sind wir bald da? Erkundigt sich Lucy. Es kam keine Antwort. Lucy verstand nicht, warum diese Typen sie so komisch ansahen. Hatte sie etwas im Gesicht? Papa, warum schauen die so? Weil wir anders sind. Wieso sind wir anders? Es kam wieder keine Antwort. Was hat der Mann gerade gesagt? Ich habe es nicht verstanden. Was heißt das Wort? Was hat er gesagt? Farbe. Er hat irgendwas mit Hautfarbe gesagt. Farbe? War das, was sie von den anderen unterschied? Farbe, klar, Farbe. Sie hatte Hautfarbe im Gesicht. Und überall, die anderen nicht, die waren kahl, nackt und düster. Der Mann drückte dem Schöpfer des Flüchtlingskindes einen weißen Zettel in die Hand, der viele schwarze Buchstaben, die wohl mit Tintenstrahldruck auf das Papier gepresst wurden, enthielt. Ich hasse diese langen Sätze, keuchte Lucy in der letzten Reihe. Die Anordnung dieser visualisierten Lautzeichen waren das reinste Wirrwarr. Lucy konnte lesen, eigentlich, aber auf ihrer langen Reise möge sie es wohl vergessen haben, als sie stumm neben ihrem Vater, der sich mit runzelnder Stirn seinen Kopf in seinen Händen stützend über den Zettel beugte, setzte und beobachtete, wie er auf die nahezu endlos langen Sätze mit den diesrigen spickte. Was steht da? Es kam erneut keine Antwort. Aber nach einiger Zeit vernahm sie ein vertrautes, leises Murmeln einer gewohnten Stimme, die einer ihr zu alt, zu vertrauten Sprache, die sie wohl als Muttersprache zu nennen vermöge, obgleich es nun ihr Vater sprach, den folgenden Satz. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, Lucy. An dieser Stelle würde wohl die Geschichte beginnen oder auch enden. Vermutlich würde sie hier von vorne anfangen, sich im Kreis drehen wie ein Jojo oder ein Bumerang wieder zurückkommen. Gibt es denn ein Ende für eine Geschichte, die noch nicht geschrieben wurde? Lucy heißt weder Lucy mit Y noch Lucy mit IE. Sie ist auch nicht 7, sondern schon 3-mal so alt und sogar 2 noch dazu. Lucy als Figur im Kopf dieser Nicht-Lucy, der einst beim Lesen eines Buches, welches von einer Person geschrieben wurde, die ebenfalls über eine Nicht-Lucy erzählte, auffiel, dass sie sich mit diesem Erzähler, Erfinder, Erlebnisersteller und diesem anderen wohl kaum unterschied. Im Grunde, so Lucy, sind wir doch alle so. So irgendwie anders.